Moin Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und heute, wie ihr schon mal erkennen könnt, geht's weiter mit der Soleil Royal. Und zwar Ausgabe 9 ist dran. Drinne sind wieder ein paar Leisten für die Decksbeplankung. Ein paar Verstärkungsteile, die kommen nachher vorne in den Bugbereich. Und ein Decksteil. Deswegen brauchen wir auch die Decksstreifen, also die dünnen Holzleisten für die Decksbeplankung. Da ich das ja schon ein bisschen wusste, was mich erwartet, habe ich schon mal ein paar vorbereitet. Die werden natürlich nicht reichen. Als erstes wird definitiv erst einmal geguckt, ob das da passt. Dann die Mittellinie angezeichnet. Und als Vorbild wird natürlich die Beplankung, die ich schon vorher aufgebracht habe, wird als Vorbild genommen. Und so werde ich dann auch die Beplankung auf diesem Deck machen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Der Anfang der Decksbeplankung ist gemacht. So immer die einzelnen Abstände, die ich mir hier alle schon angezeichnet habe. So, und in der Form wird jetzt dann das ganze Deck beplankt. Die Enden nachher überall ringsrum abgeschnitten, weil das ja ein Deck ist mit Abschlüssen. Sozusagen. Vorne nachher zum Schott ist ein Abschluss, hinten ist ein Deckskantenabschluss und außen kommen ja nachher die Schanzen ran. Also wie gesagt, in der Form beplanke ich jetzt das Deck erstmal zu Ende. Jetzt habe ich noch mal einen Hinweis: Alle Ausschnitte, außer natürlich da das Mastloch, alle Ausschnitte werden überbeplankt. Aus dem einfachen Grund, weil wir hier die Nupsis haben und die stecken da nachher drinne. Das war ja vorhin zu sehen beim Einlegen des Decks und auch hier vorne an der Kante. Da muss man dann nachher natürlich ordentlich aufpassen, dass hier vorne an den Ecken nichts wegbricht. Also wie gesagt, alle Löcher werden, also alle Ausschnitte werden mit überbeplankt. Währenddessen ich hier schon mal die erste Hälfte der Beplankung mit Gewicht trocknen lasse, habe ich hier schon mal die Bugversteifung, so nenne ich die Teile mal, aus diesem Stück rausgeschnitten. Und die werden dann hier unter eingeklebt. Das fertig beplankte Deck ist nun aufgeklebt und somit ist in dieser Ausgabe gemacht worden, und zwar das Deck wurde beplankt, aufgeklebt, dann hier die überflüssigen Stützen entfernt und auf Backbordseite hier diese Bugverstärkung eingebaut. Das war dann nun Ausgabe 9. Ausgabe 9 ist nun also auch fertig. Das geht flott voran, denke ich. So soll das ja auch sein. Während dieser Lieferungszeiten dann ein Paket, was nach 4 Wochen immer kommt, hat 12 Ausgaben und die möchten natürlich auch verbaut werden. Also ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und mir bleibt wieder nur zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und geht mal wieder in.